Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr jetzt hier seid in unserem Songbook. Also, erste Reihe richtig mitsingen und dann später am Lagerfeuer die Klampfe raus. Ich übergebe jetzt an Mr. Guitar, Michael Bretti Brettner. Danke, Matze. Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich losgeht mit unserem Songbook bzw. unserem Playbook. Denn Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass ihr zu Hause mit einer Gitarre sitzt. Und zwar egal welche, ob Akustikgitarre oder elektrische Gitarre. Von mir aus auch sechsseitiges Banjo oder sechsseitige Ukulele. Egal welches Instrument, ihr könnt es euch schnappen und sofort loslegen und die Matthias-Reim-Songs quasi mitspielen oder für euch alleine spielen und dazu singen. Weil eigentlich geht es uns darum, dass ihr lernt, die Songs selbstständig autark zu spielen. Und jetzt geht es los an die Tasten und ich übergebe an den Meister Frank Burla. Danke, Matthias. Schön, dass ihr da seid hier im Matthias-Reim-Songbook Volume 1. Endlich können wir was zusammen machen und nicht so wie sonst, dass wir auf der Bühne sind und ihr unten im Publikum. Diesmal machen wir gemeinsam Musik. Ihr könnt zu mir und zu Bretti auch parallel dazu spielen. Dieser Kurs ist sowohl gedacht für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene sowie Notisten. Den Song kennt ihr alle und ihr werdet Spaß haben. Legt los. Ich habe mich so auf euch gefreut. Dun, 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 drusch. Dun, 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 drusch. Cooles Lick, cooles Riff. Ich zeige euch mal, wie das geht. Wir beginnen mit der linken Hand. Übt diese Funktion so lange, bis ihr sie im Schlaf drauf habt. Wir legen los im zweiten Bund auf der D-Seite, gehen dann in den zweiten Bund auf die A-Seite, spielen den fünften auf der A-Seite. So Freunde, diesen Song lernt ihr jetzt. Wie geht's? Es war eine ziemlich lange Zeit. Ich war halt einfach nicht so weit, von dir zu hören oder dich wieder zu sehen. Ganz einfach zu spielen. E-Moll, D-Dur, C-Dur und das etwas kompliziertere H7. Egal, ihr lernt das schon. Mit unseren beiden Spezialisten macht das auch richtig Spaß. Leute, der H7 ist gar nicht so schwer. Lasst euch ein wenig die Angst von mir nehmen. Es gibt keine Grenzen im Leben und vor allen Dingen, es gibt nichts, was ihr nicht lernen könnt. Und ich habe gemerkt, alles, wofür man sich interessiert, das schafft man auch. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie der H7, in meiner Sprache übrigens B7, funktioniert. Wir greifen den zweiten Bund mit dem Mittelfinger auf der A-Seite, den ersten Bund mit dem Zeigefinger auf der D-Seite, den zweiten Bund auf der G-Seite mit dem Ringfinger. Jetzt lassen wir die B-Seite frei und greifen mit dem kleinen Finger den zweiten Bund auf der hohen E-Seite. Ihr lernt das schon. Mit unseren beiden Spezialisten macht das auch richtig Spaß. Matthias, H7 oder international B7 interessiert uns Tastendrücker überhaupt nicht. Das geht ganz leicht. Hast gesehen, so geht das. Eine wunderschöne Ballade auf der Gitarre, genauso einfach zu spielen wie auf dem Klavier. Ihr werdet Spaß haben. Jedes Bild von dir tut weh. Ist es auch so lange her? Jedes Bild von dir tut weh, haben wir auf der letzten Tour als Bandvorstellung benutzt und selbst Elute als Schlagzeuger hat einen kleinen Teil darin gesungen. Es geht los auf E-Moll, B-Moll, C-Dur und D-Dur. Wir machen runter, 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 hoch, runter, 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 hoch, runter, 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 hoch, runter und so weiter. Also ihr Lieben, greift zu und legt los. Ich höre euch. Also, bis dann.